du bist gerade dabei, krank zu werden oder aber bist es schon bereits und stellst dir jetzt nun die Frage, soll ich trainieren oder sollte ich doch lieber pausieren und dem Körper Ruhe gönnen? Genau dieses Thema besprechen wir heute in dieser Folge, also bleib dran. Herzlich willkommen bei Boxing Arts, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat, und wie gesagt, das heutige Thema: bei Kranksein Training, ja oder nein? Bevor wir uns diese Frage überhaupt beantworten, ist es wichtig, dass du dir erstmal bewusst machst, dass wenn du krank bist, also sei es auch nur einen kleinen Schnupfen hast oder ein bisschen Halsschmerzen hast, du solltest dir bewusst machen, dass der Körper in dem Moment geschwächter ist als sonst. Das ist schon mal Punkt 1. Der Körper ist schwächer als sonst. Als nächstes solltest du dir überhaupt die Frage stellen, warum bist du krank geworden? Wie wird man eigentlich krank? Du kannst krank werden, erstens, indem dich jemand ansteckt. Sei es irgendwo im Beruf, also in deinem Job, oder irgendwo beim Sport oder irgendwo in der Öffentlichkeit. Du musst dir einfach mal deine Gedanken machen, könnte das der Fall sein bei dir? Zweitens, du kannst krank werden durch zu viel Stress. Wenn du permanent die ganze Zeit unter Stress bist, auch wegen Arbeit oder wegen privatem Leben, dadurch wird der Körper dann auch krank. Also du wirst selber krank dadurch. Musst du dir auch mal deine Gedanken machen, hast du zu viel Stress in letzter Zeit gehabt? Punkt 3, warum wird man noch krank? Durch das Übertraining. Denn der Körper sagt sich irgendwann, wenn du die ganze Zeit, also 7 Tage die Woche, jeden Tag hardcore trainierst, so richtig hart trainierst und dem Körper nie einmal wenigstens einen Tag Pause gönnst, was macht der Körper dann? Dann sagt er sich irgendwann, weißt du was, ich nehme mir jetzt meine Pause, und dadurch wirst du dann halt erstmal krank und bist dann gezwungen zu pausieren. Oder Punkt 4, du bist nicht gut genug ernährt, also du ernährst dich schlecht. Du isst viel zu wenig Obst und Gemüse. Dadurch ist dann dein Vitamin- und Mineralstoffhaushalt nicht genügend abgedeckt und somit ist dann dein Immunsystem viel, viel schwächer, als es eigentlich sein sollte, und ja, bist dann halt anfälliger auf Viren, die dich dann krank machen. Also solltest du darauf achten, wenn du krank bist, oder falls du, nicht nur wenn du krank bist, eigentlich solltest du immer darauf achten, dich ausgewogen zu ernähren, also sprich, viel Obst und Gemüse essen, viel trinken, damit du dann also eine wirklich starke Immunabwehr hast gegen die ganzen Viren, die hier um uns herum schwirren. Also, jetzt zu der Frage, kann ich dir empfehlen, zu trainieren bei ganz leichtem Schnupfen oder bei ganz leichtem Halsschmerzen oder allgemein, wenn du krank bist, überhaupt zum Training zu gehen? Ich kann es dir definitiv nicht empfehlen. Denn einfach aus dem Grund, dein Körper, erinnere dich nochmal an den Satz, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist, egal was du hast, schwächer als sonst. Und jetzt musst du dir vorstellen, du gehst jetzt zum Training normal, und wenn du eine sehr harte Trainingseinheit hattest, das ist ja auch schon eine Art Belastung für den Körper. Der Körper muss ja da auch viel arbeiten, sich schützen vor den freien Radikalen, die um uns herum schwirren hier überall. Und da muss der Körper auch schon viel Arbeit leisten. Und jetzt musst du dir vorstellen, zu dieser Arbeit mit Regeneration und so weiter und so fort, kommt noch die Krankheit obendrauf. Das bedeutet, der Körper muss noch mehr, viel, viel mehr arbeiten. Und das macht den Körper dann kaputt. Und wodurch das dann in den meisten Fällen auch schlimmer wird. Also deine Krankheit ist dann meistens am nächsten Tag dann weiter vorangeschritten. Also du hast noch stärkere Halsschmerzen oder du hast noch mehr Schnupfen und deine Nase ist komplett dicht. Und das ist dann das Ergebnis, dadurch, dass du dachtest, leichte Halsschmerzen oder leichte Schnupfen und ich kann doch Training machen. Aber nein, so ist es nicht. Ich empfehle dir auf gar keinen Fall, dann weiter zu trainieren, sondern kuriere dich erst aus und dann geh zum Training. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch für das Video. Und falls du jetzt nochmal wissen möchtest, wie man sich richtig aufwärmt, bevor du mit dem Training anfängst, dann kannst du hier irgendwo, hier muss es sein, glaube ich, oben auf dem Video anklicken und dann schau dir das Video auf jeden Fall an. Ja, abonniere meinen Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest über das Boxtraining und was noch alles dazugehört. Und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.